Das Interessante ist, dass dieses Leistungsprinzip eigentlich von 90-95% der Bevölkerung hier in Deutschland gutiert wird. Wir beobachten tatsächlich, dass die Ungleichheit der Erwerbseinkommen seit 2005 ungefähr auf dem gleichen Niveau bleibt. Wir hatten vorher einen Anstieg und insbesondere in den 1990er Jahren einen deutlichen Anstieg der Ungleichheit. Wenn wir das aber im internationalen Vergleich uns anschauen, dann rangiert Deutschland durchaus im mittleren Bereich der objektiven Erwerbseinkommensungleichheit. Das Interessante ist, wenn wir die Menschen fragen, welches Einkommen sie denn für sich selbst als gerecht ansehen würden, also welches Erwerbseinkommen, dass die meisten eigentlich 100, 200 Euro mehr haben wollen, aber im Ende bleibt die Einkommensverteilung, die Ungleichheit der Einkommensverteilung nahezu identisch mit dem, was wir tatsächlich beobachten. Das heißt, dass die Ungleichheit der Einkommen, zumindest wenn wir die Leute fragen, was sie denn für sich selbst haben wollen, eigentlich als legitim angesehen wird. Also von Deutschland als einem ungerechten Land, zumindest in der Wahrnehmung der Bevölkerung zu sprechen, ist insofern ja eigentlich nicht richtig, wenn wir uns daran orientieren, was jeder für sich selbst als gerechtes Einkommen ansieht. Diese Grundorientierung, Leistungsgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, sind zentrale Grundlagen eigentlich der Bewertung von Einkommensverteilung, aber natürlich auch der Chancen, die wir haben in einer Gesellschaft. Und die sind durchaus ernst zu nehmen. Das Interessante ist, dass dieses Leistungsprinzip eigentlich von 90-95% der Bevölkerung hier in Deutschland gutiert wird. Das heißt, eine Verteilung von Einkommen, die sich sozusagen nach dem Gleichheitsprinzip orientieren würde, würde von den meisten als ungerecht wahrgenommen. Das Gleiche gilt eigentlich auch für dieses Bedarfsprinzip. Das bedeutet, dass Menschen zumindest einen grundlegenden Mindeststandard im Leben haben sollten, dass der Sozialstaat also tatsächlich Verantwortung auch für diese Personen einnehmen sollte. Chancengerechtigkeit ist eigentlich das, wo wir am meisten Zustimmung sehen und was den Menschen eigentlich viel wichtiger auch ist als zum Beispiel die gerechte Verteilung von Einkommen oder Vermögen. Und da sehen wir gerade in den letzten Jahren auch eine Bedeutungsverschiebung hin zu einer größeren Bedeutung von Chancengerechtigkeit.